Die Kämpfe um Bergkarabach haben hunderte Menschen in die Flucht getrieben. Hier im armenischen Prosjan hat diese Familie eine Notunterkunft bezogen. Die Gedanken sind nach wie vor bei ihrem Zuhause in Bergkarabach. Wir denken an unsere Männer, die jetzt unsere Grenzen sichern. Wir wollen, dass sich diese Situation ändert, damit wir nach Hause können. Es gibt so hohe Verluste. Ein paar Meter weiter sind Gyulush Avanisyan und ihre Schwester Asia untergekommen. Sie stammen aus Martuni. Vergangene Woche flohen sie vor den heftigen Kämpfen. Es ist bereits ihr dritter Krieg. Im ersten kamen Gyulushs Ehemann, ihr Schwager und ihre Mutter ums Leben. Die Häuser sorgen mich nicht. Die bauen wir wieder auf. Wir wollen nur, dass unsere Männer wieder nach Hause kommen. Wir wollen in Frieden leben, alles andere ist unwichtig. Wir haben viel gesehen in den vergangenen 30 Jahren. Wir haben uns an alles Mögliche gewöhnt, wir werden überleben. Aber hört mit dem Krieg auf. In diesem Haus, das ihnen von einem Fremden überlassen wurde, werden sie vorerst bleiben. Das Essen auf dem Tisch stammt aus Spenden. Überall in Armenien haben Menschen ihre Türen für Schutzsuchende geöffnet. Vom Obdach bis zur Kleidung und zum Essen wird vieles angeboten und gespendet. Eine landesweite freiwillige Leistung. Und eine Leistung, die wohl noch weitergehen wird. Denn wenn die Kämpfe andauern, wird vielen nichts anderes übrig bleiben, als ihre Heimat zu verlassen.